Judo, der japanische Weg des Bogens. Seit dem 16. Jahrhundert wird diese meditative Kunst gepflegt. Wichtiger als das Treffen ist die ritualisierte Bewegung. So dürfen etwa die Fußsohlen des Schützen niemals sichtbar sein. Die siebte von acht Phasen des Schusses ist Sanshin, die zurückbleibende Form des Körpers und des Geistes. Nach dem Abschuss bleibt die Haltung für etwa 2 Sekunden gleich. Auge und Ohr folgen dem Pfeil ohne jede Regung. Eine moderne Form des Kyudo ist das sportliche Stehenschießen. Erstaunlich, wie die Grundhaltungen sich ähneln. Wir sehen den Weltmeister in der Kunst des Schießens mit dem Luftgewehr. Auch Ruderern steht lange still, bevor sein Schuss sich löst. Und auch er bleibt eine Weile unbewegt, bevor das Gewehr wieder abgehoben wird. Das machen nicht alle so. Mancher schaut schon mit dem Auslösen zur Scheibe. Dabei erhält das Gewehr einen winzigen Kick, der den Treffer schnell versetzt. Bei entscheidenden Schüssen im Wettkampf steigt diese Gefahr. Die beste Gegenwehr ist Sanshin. Die zurückbleibende Form des Körpers und des Geistes. 3 Herzschläge nachhalten. Ein uralter Hut. Shona zeigt uns noch einmal, wie Sanshin im aktuellen Leistungssport interpretiert wird. Auch sie bewegt ihre Waffe mit äußerster Disziplin zum Ziel. Dort wird das Gewehr mit aller Ruhe ins Zentrum gesenkt und einige Sekunden stabilisiert. Das Auslösen ist nur am Knall zu erkennen. Körper, Auge und Mündung bleiben noch 2 Sekunden regungslos. In Schottland heißt das Follow-through.